Die Frage, was das Besondere für mich an dieser CD ist, möchte ich wie folgt beantworten. Die CD steht unter dem Motto List die Liebe unter Tod. Sämtliche Werke auf dieser CD haben einen Bezug zur Liebe und zum Tod. Im Totentanz, dem Dies Irae, greift Liszt das Schaurige und Makabre auf. Hier thematisiert er den Tod. Inspiriert wurde er zu dieser Komposition durch ein Gemälde von Andrea Boccaccio, dem Triumph des Todes, und nicht wie irrtümlicherweise oft geglaubt durch das Holbeinsche Gemälde. Die Les Préludes hingegen basieren auf einer literarischen Vorlage. Liszt legt dem Werk die Méditation poétique von Alphonse Lamartine zugrunde. Demnach ist das Leben ein Vorspiel, eben Les Préludes zur Melodie des Todes. Diese Phasen des Lebens bestehen aus Leidenschaft, Sturm, Kampf, Schmerz, Liebesglück, aber auch Trost und die Liebe zur Natur. Nicht unerwähnt lassen möchte ich hier natürlich den Mephisto-Walzer, der einen immer wilder werdenden Liebestaumel darstellt. Aber der Teufel hat auch hier seine Hände im Spiel und ist mit von der Partie, also für mich eine Beziehung wieder zum Tod.